Wir haben jetzt noch einen Interviewgast, oder? Ja, genau. Und zwar freue ich mich auf den Peter. Der Peter Weingärtner ist bei uns Sales Consultant und häufig unser erster Ansprechpartner für Kunden, die mit geeigneten Tools ihre Safe-Transformation unterstützen und skaliert agile Produktentwicklung machen wollen. Peter, bist du da? Moin, ich bin da. Sehr schön. Zwei Moderatoren. Klasse. Super, dass du Zeit hast und Lust, uns ein bisschen was über Safe zu erzählen. Agile Hive ist ja quasi unser Tool dafür. Und was ich in letzter Zeit häufiger gehört habe, ist quasi die neue Version 3. Kannst du kurz ein bisschen was zu den Versionen generell und zur neuesten Agile Hive Suite Version erzählen? Ja, klar. Also so neu ist die 3er-Version eigentlich auch schon gar nicht mehr, aber es gibt halt eben noch den einen oder anderen, der halt eben unseren Werdegang verfolgt hat. Und Agile Hive war ja ursprünglich mal wirklich so ein Sammelsurium an verschiedenen Apps, die erst in der Zusammenkonfiguration dann überhaupt geholfen haben, Safe oder einzuführen. Und das war schon immer ein Heidenaufwand. Und jetzt haben wir tatsächlich Version, die eine Einzel-App ist, also wirklich einfach aus dem Marketplace runterladbar, installierbar, konfigurierbar. Und das macht natürlich Dinge sehr, sehr viel einfacher, denn das ist ja auch eigentlich so der Anspruch, den Agile Hive hat, dass es Safe, sowas Komplexes, in sowas Komplexes wie Jira einfach machen soll. Und das ist wirklich der große Unterschied zu den Vorversionen sozusagen. Okay, du hast ja schon gerade gesagt, das ist hochkomplex. Was gibt es aus deiner Sicht für Stolpersteine in Bezug auf die Transformation? Transformation nach Safe, ich vermute, die Stolperstände sind so vielfältig wie die Unternehmen, die das halt eben machen. Und ich glaube natürlich, dass viele so Mindset-Sachen für gerade große Unternehmen, die eher traditionell halt eben gewachsen sind, ein Riesenthema sind. Für das, was uns jetzt angeht, ist es vor allen Dingen natürlich die, wir sprechen von Scaled Agile, sind also mehrere Hunderte oder mehrere Tausend Leute halt eben involviert. Und da ist die Methode natürlich das A und O, wie überall im Agile. Aber ohne ein richtiges Tool kriegst du die PS halt eben auch nicht auf die Straße. Und diese Entwicklung, das parallel zu machen und auch das Unternehmen parallel sowohl die Methode als auch das Tooling betrachten, das ist eigentlich so eine große Herausforderung, die wir sehen. Und der begegnen wir ja zusammen, vor allem mit Kegon, wo wir halt eben auch sagen, ey, lass uns doch gemeinschaftlich beim Kunden beraten, sowohl das eine als auch das andere, damit beides halt eben wirklich schnell die PS auf die Straße gebracht werden. Kannst du mal erklären, wer Kegon ist? Genau, einfach nur so reingeworfen. Also Kegon ist einer der, wenn nicht der renommierteste Safe-Partner eigentlich im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen. Sehr guter Partner von uns, wo zum Beispiel auch der Thorsten Janning als einer der wenigen Safe-Fellows außerhalb von diesem Framework selber halt eben auch tatsächlich auch Partner dort ist. Und insofern ist es ein Beratungsunternehmen, und aber halt eben nicht einfach nur irgendeines. Und insofern sind wir natürlich sehr stolz, dass wir da einen gemeinsamen Antritt finden. Was ich bei Agile Hive selber bei uns mitbekomme, ist, dass es immer mehr Kunden gibt, die aus allen Winkeln der Welt, ob jetzt aus Japan oder aus Amerika und sozusagen Zeitzonen, bei denen wir zumindest traditionell immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, Beratung, Vertrieb und auch Support anzubieten, Kunden gibt, die Agile Hive selber einführen, was ja mindestens mal so komplex ist, wie ein Linchpin-Projekt einzuführen. Erklär mal, Peter, was habt ihr da, seid ihr da besser als Produktteam oder was geht da? Also ich vermute, dass das Produktteam natürlich, ich vermute, dass wir einfach einerseits aus dem Linchpin-Universum natürlich viel gelernt haben. Linchpin hatte ein bisschen eine längere Historie, und gleichzeitig muss man auch sagen, während Safe und Jira natürlich unglaublich komplex sind, ist das Produkt Agile Hive alles in allem wirklich sehr, sehr einfach. Also ich bin kein Techie und ich würde mir zutrauen, Agile Hive zu konfigurieren. Und wenn man in Jira ein bisschen firm ist, dann braucht es auch kein großartiges Training. Also auch die Usability ist wirklich gegeben für jemanden, der schon seit einiger Zeit mit Jira arbeitet. Insofern ist das Produkt selber tatsächlich sehr, sehr viel einfacher im Self-Service einzuführen, als es Linchpin ist, weil bei Linchpin, glaube ich, einfach die individuelle Betrachtung des Kunden sehr, sehr viel mehr noch im Fokus steht, weil
Agile Hive sich sehr stark an dem Safe Framework ausrichtet. Und wenn die Methode und entsprechend das Konstrukt im Unternehmen erstmal steht, ist das Produkt denkbar einfach. Eine Sache, die man da ja auf jeden Fall auch sagen kann, ist, dieser Sprung auf diese Version 3 hat das eigentlich auch erst möglich gemacht. Gell? Vorher gab es diese vielen unterschiedlichen Tools, die, ich nehme mich noch an dieses Easy Agile Programs, das dann aber noch andere Funktionen hat und wo sozusagen unser Produktteam gesagt hat, endlich können wir das alles in einem Tool für den Kunden anbieten. Viel weniger Komplexität, viel weniger Fehlerquellen, viel einfacher und kompatibler, wenn wir zum Beispiel Updates oder neue Funktionen machen wollen, viel besser, was die Performance angeht, zu testen und so weiter. Insofern da kleines Klatschen von mir nochmal, dass ihr es tatsächlich geschafft habt auch. Das sind ja eigene Lösungen, gell? Die auch erfolgreich weiterhin im Marketplace aktiv sind, die wir einfach funktional mit integriert haben. Gar nicht so trivial. Aber Stichwort ja, Tooling. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil wir schon wieder so ein bisschen der Zeit hinterhängen. Peter, wir sind ja auch Jira Align-Partner. Das ist ja auch quasi eine Möglichkeit, es um Safe abzubilden. Ist das nicht in irgendeiner Art und Weise ein Interessenskonflikt? Das dachten wir zu Beginn auch. Ich versuche es kurz zu halten und stellten aber irgendwann fest, nee, ist es nicht, als wir auch Jira Align näher kennengelernt haben. Natürlich überlappen sich die Anwendungsfälle, machen wir uns nichts vor. Aber die Tools sind derartig unterschiedlich in so vielen Bestandteilen, dass es wirklich für uns auch Sinn macht, dem Kunden gegenüber das anzubieten, was für ihn tatsächlich passt. Da können wir vielleicht noch mal ein paar Worte zu Jira Align grundsätzlich sagen. Das ist eine von Atlassian angebotene Safe-Lösung, die noch ein bisschen größer und mächtiger ist als unsere, sagen wir mal, kleine Out-of-the-Box-Lösung. Und zu der wir seit einigen Monaten, korrekt, Peter, sozusagen Beratungsangebote für unsere Kunden machen, denen dabei helfen zu evaluieren, ob sie es brauchen können. Und wir haben jetzt bisher noch keinen Fall gehabt, wo der Kunde sozusagen beides hätte einsetzen können und sich dann wirklich für eins entschieden hat, sondern es war meistens eher so, dass in der Evaluation dann rausgekommen ist, okay, eigentlich dachten wir vielleicht irgendwann mal, es gäbe die Möglichkeit für beides, aber das geht halt nicht. Was man auch sagen muss, ist, Jira Align ist einfach auch noch ein bisschen größer. Das heißt also, als Unternehmen will ich da vermutlich auch einfach noch ein bisschen mehr, während Agile Hive vermutlich auch einfach quasi so ein Einsteigerprodukt für Leute, die mit Safe starten sind. Es gibt ja auch viele, bei den amerikanischen Partnern habe ich das häufig gehört, da gibt es Unternehmen, die haben schon viermal versucht, Safe einzuführen und sind jetzt sozusagen, haben dann irgendwie für sich entschieden, dass dieser fünfte Versuch auch noch Sinn macht, also dass nicht das Framework sozusagen das Problem, sondern sie selber eher sich als Problem identifiziert haben. Und das ist, glaube ich, dann schon hilfreich, vielleicht so einen kleinen Einstieg zu haben, um zu sehen, okay, das funktioniert. Peter, erzähl doch mal was. Die Teams haben jetzt auch gerade angefangen zu versuchen, sich mit Jira Align und Agile Hive zu beschäftigen. Also unser Entwicklungsteam guckt sozusagen, wie Agile Hive in Jira Align reinlaufen kann. Also tatsächlich ist das aus meiner Sicht, im Sales kriege ich es ja eben mit, ne? Ich habe eben gesagt, es gibt überlappende Anwendungsfälle, aber ganz oft ist es eben so, wie du es gerade gesagt hast, du hast in so einer Safe-Transformation halt eben einen Einstieg, das geht ja über Jahre, wir sprechen ja von Tausenden von Leuten zum Teil, Zehntausenden in manchen Größenordnungen und dementsprechend gibt es natürlich verschiedene Phasen und manchmal sind es eben eher einzelne Business-Units, die halt eben erstmal starten und da ist unter Umständen halt eben so ein Jira-Line einfach oversized, aber man will sich den Weg dahin natürlich auch nicht verbauen und deswegen ist es für uns in der Produktentwicklung natürlich auch ganz wichtig zu evaluieren, wie weit können wir denn auch dem Kunden direkt schon helfen, diese einen Business-Unit, die unter Umständen auch schon mehrere tausend Leute halt eben hat und mit dem kleinen Einstieg Agile Hive quasi ermöglichen in den Safe-Kosmos, um dann aber auch zu sagen, wenn es nachher halt eben über mehrere Instanzen skalieren soll, weltweit skalieren soll und so weiter, dann auch, ich übertreibe jetzt ein bisschen per Knopfdruck sozusagen, die Möglichkeit gibt, dann später in Jira Align auch anzuschließen. Das ist natürlich das Traumszenario, das ich zumindest habe und auch bei Kunden mitbekomme, dass das tatsächlich ja eine Rolle spielen kann für viele. Na, da drücken wir euch die Daumen, dass das euch gelingt, diesen Knopfdruck herzustellen. Dahinter steckt ja immer sehr viel Komplexität, viel Software, viel Testen und so weiter.
Peter, wir würden dir an der Stelle mal danken, um mal überzuleiten in unsere nächste Runde mit unterschiedlichen Vortragsslots. Richtig. Danke euch, viel Spaß noch. Jo, ciao. Vielen Dank, Peter.